Es geht von vornherein um keine Unterscheidung verschiedener Stufen zu Beginn eines christlichen Lebens oder in einem christlichen Leben. Die biblischen Texte machen eine Unterscheidung zwischen der Johannestaufe und ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Was ist damit gemeint? Es ist die Ankunft des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2. Das Kommen des Heiligen Geistes, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio ZB30, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Die Bibel erklärt. Mein Name ist Rainer Siemens. Ich unterrichte hier am SEMTA, am Bibelseminar, verschiedene Fächer, Altes Testament, systematische Theologie und noch einige Sachen mehr. Mit mir ist heute unser Direktor, Delmer Wiebe. Seine große Liebe liegt im Neuen Testament, da hat er sein Herz verloren. Und heute wollen wir über ein ganz wichtiges, besser gesagt gewichtiges Thema reden. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Denn das verursacht ja bei vielen Menschen tiefe biblisch-theologische Fragen. Habe ich den Heiligen Geist komplett? Denn es gibt ja eine ganze Gemeinderichtung, die pfingstcharismatische Gemeinderichtung, die besagt, dass du bei der Bekehrung kriegst du schon so ein bisschen Heiliger Geist, aber dir fehlt eine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und da spricht man halt von der Taufe des Heiligen Geistes, die sich je nach Gemeinderichtung dann auch durch ganz besondere Gaben, wie dem Zungenreden und der Prophetie, bemerkbar macht. Und da haben dann viele Christen die berechtigte Frage, bin ich jetzt vollkommen Christ? Habe ich genug vom Heiligen Geist? Oder fehlt mir da noch diese zweite Erfahrung? Und Delmer, ich würde dich jetzt einfach mal bitten, führ du uns doch ein bisschen durch das Neue Testament, erkläre uns, was Taufe ist im Prinzip und dann vor allem, was die Taufe im Heiligen Geist ist. Ja, hallo liebe Zuhörer von Radio ZB30. Danke Rainer für diese Einführung. Es ist tatsächlich so, dass eine ganze Menge Leute Fragen haben. Und was ich heute in dieser nächsten halben Stunde machen möchte, ist, dass ich ausgehend von einem Bibeltext diese Frage versuche zu beantworten und wir werden uns aber dazu das Thema Taufe etwas breiter anschauen. Wir werden nicht nur bei der Taufe mit oder durch den Heiligen Geist stehen bleiben, sondern das ein bisschen breiter machen. Ich würde dich bitten, zu Anfang einmal diesen Text zu lesen aus Apostelgeschichte 11, Vers 15 und 16. Apostelgeschichte 11, Verse 15 und 16. Und da heißt es, während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass im Neuen Testament, wenn das Wort Taufe erscheint, dann müssen wir 10 Arten von Taufe unterscheiden. 10 Taufen. 10 Taufen. Also da ist einmal die Rede von der typologischen Taufe, also der vorbildlichen Taufe des Volkes Israel. Dann wird Bezug genommen auf Reinheitsvorschriften im Alten Testament und immer mit dem gleichen Begriff Bapto. Ja, Baptizo, da kommt Bautismo, kommt daher. Dann Taufe durch Johannes als Zeichen der echten Herzensumkehr, die Taufe Jesu. Dann die Taufe durch die Jünger vor Ostern, schon als sie ausgesendet werden. Dann die Leidenstaufe Jesu und seiner Jünger, also Taufe als Begriff von einer Erfahrung im Leiden. Dann der Taufbefehl Jesu an seine Jünger. Die Auftragserfüllung von Pfingsten. Dann neuntens die Taufe als innerer Vorgang bei der Wiedergeburt und Taufe im oder mit dem Heiligen Geist. Ich werde nachher noch erklären, warum ich im und mit sage. Das hat was mit der Übersetzungsweise zu tun.
Und wenn wir jetzt dann besonders stehen bleiben bei diesen letzten zwei, Taufe als innerer Vorgang bei der Wiedergeburt und Taufe im oder mit dem Heiligen Geist, dann müssen wir ein paar Bibeltexte beachten, noch zusätzlich zu dem, was in Apostelgeschichte 11, Vers 15 und 16 steht, wo ja eben die Rede von dieser Taufe mit oder durch den Heiligen Geist ist. Und da ist ganz sicherlich wichtig Römer 6, Vers 3 und 4, wo der Ausdruck erscheint, in Christus hineingetauft. Was bedeutet das? Ihr seid in Christus hineingetauft. Und das bezieht sich in erster Linie auf einen inneren Vorgang und kann nicht ersetzt werden, ist nicht gleichzusetzen mit dem Ausdruck, mit auf den Namen Christus getauft werden, was dann eher auf die äußerliche Wassertaufe zu beziehen ist, sondern es geht hier um eine innerliche Identifikation des Gläubigen mit dem Tod Jesu, mit seiner Auferstehung, mit dem Erlösungswerk. Also um das konkret zu machen, wenn Paulus in Römer 6 von der Taufe spricht, dann meint er nicht die Besprengungs- oder die Untertauchungstaufe. Genau. Er bezieht sich da auf einen inneren Vorgang. Und dieser innere Vorgang, den können wir auch mit der Wiedergeburt gleichsetzen, durch den Heiligen Geist. Also wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand sein Leben Jesus übergibt, dann wird er sozusagen hineingetauft in Jesus. Er nimmt dieses Erlösungswerk für sich an. Es ist eine Beschreibung dessen, was innerlich vorgeht. Von dem her natürlich auch die Symbolik der Wassertaufe, die das dann nochmal bildlich auch zum Ausdruck bringt. Äußerlich. Paulus bringt dann in Vers 4 zum Ausdruck, dass die Taufe eine Art Begräbnis des alten Menschen darstellt. Also der wird definitiv dem Tod übergeben. Ich sage meinem alten Leben ab und gehe jetzt mit Christus. Der alte Mensch wird begraben. Nebenbei bemerkt, das ist für mich einer der Gründe, warum die Untertauchungstaufe symbolisch so aussagekräftig auch ist. Der Gläubige ist in Jesus Christus und damit in Christi Tod hineingetaucht worden oder hineingenommen worden nach Vers 3. Und das wird dann in einem anderen Akt dann auch äußerlich zum Ausdruck gebracht. Und das stellt eine Art Begräbnis vom alten Menschen dar. So, das ist einmal ganz, ganz wichtig zu Römer 6. Dann spricht Paulus auch von der Taufe in 1. Korinther 1, Vers 14. Und das ist ganz interessant, was Paulus dort sagt. Denn manchmal will man meinen, dass die Taufe Heilsbedeutung hat. Und da sagt Paulus, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Ich habe nur Christus und Gaius getauft. Also du meinst, wenn manche Leute sagen, die Taufe hat Heilsbedeutung, dann bedeutet das, platt gesprochen, um in den Himmel zu kommen, musst du getauft sein. Genau. Und dieser Text aus 1. Korinther relativiert das Ganze ziemlich. Weil Paulus sagt, ich habe nur Gaius und Christus getauft. Darum kommt, mein Auftrag war, was? Evangelium verkündigen. Das war mein Auftrag. Das ist das ganz Wichtigste. Getauft haben andere Leute, aber ich habe Evangelium verkündigt. Das ist Heilsbedeutung. Das ist zentral. Die Taufe ist und bleibt der erste Schritt der Nachfolge, als Gehorsam, als öffentliches Bekenntnis. Also dann haben wir Taufe sozusagen als Wiedergeburt, genau, wo man auf das Evangelium antwortet. Ja. Das ist das Zentrale. Genau, Römer 6. Und dann zusammen mit 1. Korinther 1 merken wir, dass die Taufe dann etwas war, das nicht im Zentrum von der Arbeit von Paulus stand. Genau. Sondern also das Taufen mit Wasser überließ er durchaus anderen. Richtig. Das heißt, wenn ich das so anschaue, dann heißt das auch, und dann sehe ich schon, dass die Wassertaufe immer eine Folge von dieser inneren Geistestaufe oder wenn also mit hineintauchen von der Wiedergeburt ist. Das heißt, Taufe ist ein Zeichen, ein Ausdruck des Glaubens. Das ist das öffentliche Bekenntnis. Es kommt nicht zuerst, es kommt auch nicht viel später, sondern innerlich passiert etwas bei der Wiedergeburt. Ich übergebe Gott
mein Leben, da sprechen wir auch von einer Taufe, in Christus hineingetauft. Und dann äußerlich aber ebenfalls. Die Wassertaufe setzt den Glauben voraus. Die setzt ihn voraus. Also die Wassertaufe setzt die Taufe im Sinn von Bekehrung voraus. Ganz genau, ganz genau. Und das ist ein Ausdruck des Glaubens an Jesus. Das geht mir da nicht darum, jetzt die Taufe abzuwerten, aber in ihrer Heilsbedeutung wird sie relativiert. Heilsbedeutend ist diese innere Taufe, dieser innere Vorgang, dass ich mein Leben Jesus übergebe. Das ist heilsbedeutend. Deswegen sagt Paulus, ich konzentriere mich darauf, Evangelium zu verkündigen. Und Evangelium ist, Jesus Christus ist für dich gestorben, er ist auferstanden und er hat deine Sünden getragen am Kreuz von Golgatha. Das ist Evangelium. Nur dazu, ich unterrichte ja systematische Theologie, nur um das ein bisschen vielleicht weiter auszufächern. Besonders in der katholischen Kirche und in der lutherischen Kirche ist es nämlich so, dass die Gnadenvermittlung Gottes an das Symbol des Wassers gebunden ist. Deshalb hat die Taufe Heilsbedeutung. Genau. Also wir sagen, der Gnadenzuspruch Gottes kommt durch Bekehrung. Richtig. Andere Konfessionen, Katholiken und Lutheraner, sagen ganz besonders, Gnadenzuspruch kommt durch Glaube und Wasser. Mhm. Und es ist unsere Ansicht, und das war schon immer bei uns Mennoniten so, dass dem nicht so ist. Genau. Und vielleicht nur, um das noch einmal zu unterstreichen, also die Taufe wird hier nicht abgewertet, sondern ihre Heilsrelevanz durch den Text aus 1. Korinther. So, das ist einmal insgesamt kurz, weil das heute nicht das Hauptthema ist, einige Daten, die ganz wichtig sind für Taufe. Dann möchte ich auf ein anderes Thema eingehen, weil das ja mit Apostelgeschichte verbunden ist und hier manchmal dann auch diese Texte mit vermischt werden. Was ist aber mit diesen ganzen Familien, die da getauft wurden? Ja, es heißt ja, das ganze Haus wurde getauft. Und da sagte mein Dozent, ein Mann, den ich sonst sehr geschätzt habe, da waren die Kinder mit eingeschlossen und deshalb können wir auch heute Kindertaufe betreiben oder sollten wir sogar Kindertaufe betreiben. Genau, und das ist die Frage. Ich möchte dich bitten, da einmal Apostelgeschichte 18, Vers 8 zu lesen. Apostelgeschichte 18, Vers 8 heißt es, Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Sein ganzes Haus ließ sich taufen. Und das ist wichtig zu beobachten, sein ganzes Haus ließ sich taufen, nicht nur die Familie und nicht Familie, sondern sein ganzes Haus. Das heißt die ganze Hausgemeinschaft. Dazu gehörten damals Sklaven, Mägde und zum Teil wird Haus auch ganz bewusst von Kindern unterschieden. Also wenn man Haus sagt, meint man nicht unbedingt und nicht automatisch auch Kinder. Haus ist ein Begriff, der weit ist. Er bezeichnet auch die Familie, aber manchmal werden Kinder nochmal separat erwähnt. Er bezeichnet aber weit darüber hinaus auch die Sklaven, auch die Mägde und Leute, die vielleicht mal gearbeitet haben für diese, die haben da immer noch ein Verhältnis. Also es ist ein recht großer Kreis, der da mit Haus bezeichnet wird. Und es gibt auch ein Verhältnis von Abhängigkeit und Unterordnung, das dadurch zum Ausdruck gebracht wird. Meeks, ein Theologe, sagt, es geht, dass Familie nicht primär durch Verwandtschaft definiert wird, sondern dieses Verhältnis von Abhängigkeit. Also es ist ein weiter Begriff. Wir müssen da auch an Kinder denken. Die Frage ist nur, wurden Kinder auch getauft? Das wollen wir noch ein bisschen nachschauen. Es wird normalerweise wiederum auch vorausgesetzt, dass die Leute, die im Haus wohnen, im Großen, dass die sich dem unterordnen, was der Herr sagt. Und in diesem Fall, Christus als Vorsteher der Synagoge, eine wichtige Person, wenn der zum Glauben kommt und einen Glauben annimmt, dann geht man davon aus, dass die anderen das auch machen. So, müsste ich jetzt davon ausgehen, also es ist nicht nur die Frage, ob Kinder getauft wurden, sondern auch, wurden Leute getauft, die gar nicht glaubten. Die Frage muss ich mir nämlich im gleichen Kontext auch stellen.
Denn es war so, dass normalerweise die ganze Gefolgschaft dem folgte, was der Chef des Hauses sagte und glaubte. Also ja, man teilte die sozusagen die religiösen Auffassungen des Hausvaters. Richtig, richtig. Das hat sich nachher auch etwas verändert in der späteren Zeit. Da ging man auch davon aus, dass dann die Untergebenen auch ihre religiösen Vorlieben selber auslebten. So, dann müssen wir uns die Frage stellen, was passiert hier? Hier steht Crispus, der ist der Vorsteher, glaubte an den Herrn. Aber was steht da noch? Er glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Mhm. Es wird zum Ausdruck gebracht, nicht nur Crispus kommt zum Glauben, sondern die anderen auch. Nicht nur Crispus allein als Hausherr kommt zum Glauben, sondern seine ganze Gefolgschaft. Und die sich taufen ließen, es sind diejenigen, die gläubig geworden waren. Ja, weil es heißt ja im zweiten Teil des Verses dann noch, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig. Ja. Also erst das Hören, dann das Gläubigwerden, dann das Taufen. Genau. Da scheint die Abfolge hier zu sein. Genau. Was ich daraus sehe, ist, die Leute, die getauft wurden, unabhängig von Alter, unabhängig, ob sie Familie, direkt Familienangehörige waren oder Sklaven, die glaubten. Es ist auch in diesem Fall nicht auszugehen und wir können diese Texte nicht brauchen, um zu sagen, da wurden Säuglinge, da wurden kleine Kinder getauft. Es wurden diejenigen getauft, die zum Glauben gekommen waren. Was für ein Alter das heißt, und mit Bezug, darüber könnten wir jetzt spekulieren, darüber schweigt der Text. Aber diese Sache, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und damit ist dann wieder ausschlaggebend, dass Taufe immer eine Folge des zum Glauben Kommens ist. Aber wenn Taufe eine Folge ist vom zum Glauben Kommen, dann setzt das voraus, auch wenn da ganz junge Personen getauft wurden, dass die glaubten, dass die glaubensfähig waren und jetzt nicht irgendwie so klein waren, dass sie noch zumindest nicht aktiv glaubensfähig waren. Genau, ganz genau. Und das, glaube ich, müssen wir ganz festhalten hier. Das steht auch in Apostelgeschichte 16,33, da ist das in einem ähnlichen Kontext und wird genau das Gleiche gesagt. Also wenn das ganze Haus getauft wurde, wie das hier der Text sagt, dann setzt das voraus, dass alle zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Und das steht dann auch in Apostelgeschichte 2,41, dass alle, die das Wort aufnahmen, zum Glauben kamen und sich von ihren Sünden abwandten, sich zu Jesus bekehrten und getauft wurden. Also das Wort aufnehmen, Bekehrung, genau, sich zu Jesus bekennen, und dann im Gehorsam taufen lassen. Genau so ist es. Das ist die Abfolge und die sehen wir auch in diesen Apostelgeschichte-Texten. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn jetzt kommen wir zu diesen Texten, Taufe mit dem Heiligen Geist. Ja, also wir haben jetzt einmal klargestellt, also Taufe als innerer Vorgang, Taufe als äußeres Zeichen, die Wassertaufe. Also das wird auch mit Taufe bezeichnet, die Bekehrung wird mit Taufe bezeichnet. Dann die äußere Wassertaufe als Zeugnis dessen, dass wir jetzt gläubig sind, von Leuten, die zum Glauben gekommen sind. Und jetzt ist die Frage, was ist mit der Taufe mit dem Heiligen Geist? Diese erscheint, und wir haben anfangs den Text gelesen aus Apostelgeschichte 11, diese erscheint, und das ist schon mal gleich zum Anfang ganz, ganz ausschlaggebend im Kontext von Jesus Christus, und von Johannes dem Täufer die Rede ist, wo eine Unterscheidung gemacht wird zwischen diesen beiden. Vielleicht eine kurze Klammerbemerkung. Wie gehe ich vor, wenn ich wissen will, was solch eine Aussage bedeutet? Wie gehe ich vor, wenn ich wissen will, was heißt das Taufe mit dem Heiligen Geist? Ich suche mir die Stellen heraus, die in der Bibel diesen Ausdruck verwenden und versuche sie zu verstehen. Und schaue mir alle diese Stellen an, wo diese gleiche Formulierung zum Ausdruck kommt. Das ist eine ganz praktische Art und Weise und die kann jeder Zuhörer zu Hause auch machen, dass er die Konkordanz nimmt und schaut, wo kommt dieser Ausdruck vor. Und dann lesen wir die Texte. Ich werde noch einmal auf den Text nochmal zurückgreifen, weil dies finde ich jetzt interessant. Apostelgeschichte 11, 15, Vers 16. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie. So wie auch auf uns im Anfang. Damit ist Apostelgeschichte 2 gemeint. Genau.
Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte. Und darauf gingst du eben, das meintest du eben. Genau. Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Genau. Also es geht hier um die Johannestaufe und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Genau. Richtig. Und es gibt nur eine einzige Ausnahme in 1. Korinther 12, Vers 13, wo ich ein bisschen später drauf eingehe, wo das nicht der Kontext ist. Ansonsten geht es immer darum, einen Kontrast zwischen der Wassertaufe des Johannes und der Rettung durch Jesus zu zeigen, wo Jesus verheißt ja seinen Jüngern, dass nicht viele Tage nach seiner Himmelfahrt werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Vielleicht schaue ich da einmal gerade rein. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Also der Unterschied ist immer zur Johannestaufe. Genau, es ist der Unterschied zur Johannestaufe. Es geht von vornherein um keine Unterscheidung verschiedener Stufen zu Beginn eines christlichen Lebens oder in einem christlichen Leben. Wie du in der Einleitung erwähntest, dass ich jetzt mit dem Heiligen Geist getauft bin oder nicht. Die biblischen Texte machen eine Unterscheidung zwischen der Johannestaufe und ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Was ist damit gemeint? Ich denke, das ist komplett eindeutig. Es ist die Ankunft des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2. Das Kommen des Heiligen Geistes, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Weil das ja eben im Kontrast dann zu Johannes steht. Natürlich, es geht, also noch einmal, es geht um keine Unterscheidung verschiedener Stufen in einem christlichen verschiedener Füllen des Geistes. Genau, genau. Es geht ganz schlicht und einfach um das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und das ist ja auch die Rede von, er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und nicht die Taufe des Heiligen Geistes, sondern er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist. Das wird an Pfingsten kommen. Gott wird seinen Heiligen Geist geben und das hat sich an Pfingsten auch tatsächlich so erfüllt, dass der Heilige Geist gekommen ist und in den Herzen der Gläubigen wohnt, wie das zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 auch zum Ausdruck kommt. So wie der Heilige Geist an Pfingsten, nachdem Petrus gepredigt hat, zu ihnen, zu Petrus und den übrigen Gläubigen kommt und sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft, so kommt er hier in Apostelgeschichte 11, unserem Ausgangstext, auf Cornelius und seine Leute und die da gläubig geworden waren. Es ist ja ein ganz spezieller Moment in der Geschichte der Ausbreitung des Evangeliums hier, dass das Evangelium, dass auf einmal Leute wie Cornelius, die nicht Juden waren, auch den Heiligen Geist bekommen haben. Dass die auch gläubig wurden. Und Petrus muss ja da, die müssen ja da die Augen erstmal geöffnet werden. Als Jude denkt er, nee, das Evangelium ist für Juden da. Und ist das der Grund, weshalb da oft so sichtbare Manifestationen sind, dass Leute wie Petrus das auch begreifen? Ja, ich gehe komplett davon aus, denn wir haben noch eine andere Stelle. Und weil du es erwähnt hast, werde ich gleich kurz darauf eingehen. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Da kommt das Evangelium nach Samaria. Das ist ein bisschen vorher. Hier kommt es ja schon zu den Heiden, ja. Zu Cornelius. Vorher kommt es nach Samaria und die Leute hören zu und sehen Zeichen und die ließen sich taufen auf den Glauben, auf ihren Glauben. Und dann hören die Apostel davon in Jerusalem und dann senden sie Petrus und Johannes hin. Schaut euch das mal an, was ist da los? Da lassen sich Leute taufen auf ihren Glauben. Es war für die Juden irgendwie, das hat ihre Gehirn gesprengt. Und dann ist ganz interessant, dann beteten diese, Petrus und Johannes, dass die Gläubigen auch den Heiligen Geist empfangen mögen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Und das wird dann manchmal auch gebraucht. Seht ihr, da haben sich Leute bekehrt, haben sich taufen lassen, hatten den Heiligen Geist noch nicht. Ich gehe genau davon aus, es spielt eine heilsgeschichtlich wichtige Rolle. Das Evangelium kommt von Judäa, von Jerusalem nach Judäa, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ja. Kommt weiter nach Samaria und das ist hier der Fall.
Und da wird es wieder sichtbar? Es wird sichtbar und auf ganz spezielle Art und Weise durch das Händeauflegen. Wieder Petrus und Johannes spielen eine wichtige Rolle. Und dann bis ans Ende der Welt, sagt Johannes 1,8, da kommt das bis zu den Heiden. Und das ist eben der Text aus Apostelgeschichte 11. Es sind heilsgeschichtliche Etappen, wie sich das Evangelium ausbreitet. Also mich fasziniert das, also mich begeistert das auch zu sehen, wie dieser Vers aus Apostelgeschichte 1,8 praktisch das Programm vorschreibt für den Ablauf der Apostelgeschichte. Und das sollten wir aus diesen heilsgeschichtlichen Momenten keine Lehren ableiten, dass so muss das sein, sondern das sind Beschreibungen, wie es gewesen ist. Also mit anderen Worten, es bekehren sich auf einmal Nichtjuden. Genau. Und das wird durch den Heiligen Geist sichtbar gemacht, dass jetzt auch Nichtjuden zum Volk Gottes gehören. Und genau. Das passiert an ganz speziellen Momenten, manchmal mit Handauflegen durch die Apostel in Apostelgeschichte 11, wiederum kein Handauflegen. Genau. Da können wir dann auch wiederum keinen Mechanismus daraus machen. Ganz wichtige Bemerkung. Ich möchte zum Schluss noch zwei Beobachtungen machen. Ich sagte, ich würde noch darauf eingehen, warum ich sage, im Geist, mit dem Geist. In Pneumati kann man auf diese zwei Arten und Weisen übersetzen. Oder auch sogar durch den Geist. Gemeint ist offensichtlich, dass der Geist Gottes das Werkzeug Gottes ist, durch das wir in das Erlösungswerk eingefügt werden und somit auch die Wiedergeburt erleben. Also nur als Erklärung, warum dieses, es hat eine Übersetzungsfrage, also okay. Man kann das auf verschiedene Arten übersetzen. Zum anderen, wir können diese Texte sicherlich nicht so verstehen, dass hier die Rede von einer besonderen Geistbegabung oder extraordinären Krafttaten ist. Das würde dem Kontext absolut nicht gerecht werden. Taufe und Empfang des Geistes gehören zusammen. Wir sehen, dass es da auch Unterschiede gibt. Und das ist nicht die Rede von einer besonderen Begabung, dass man jetzt in Zungen redet. Ich habe nämlich sogar große Probleme damit, wenn ich sage, es ist Ausdruck, also du musst gläubig sein, wenn, andersrum. Wenn du den Heiligen Geist hast, musst du in Zungen reden. Dann habe ich ein Problem mit 1. Korinther 12, Vers 30, wo ausdrücklich gesagt wird, dass nicht alle die gleichen Gaben haben und dass auch nicht alle in Zungen oder in Sprachen, muss man wahrscheinlich besser übersetzen, reden. Es ist nicht so, dass alle in Zungen reden müssen, in Sprachen reden müssen. Es ist nicht so, dass das Zeichen dass du den Heiligen Geist hast. Und es ist auch nicht so, dass es eine zweite Taufe mit dem Heiligen Geist braucht, damit du dann wirklich die Fülle hast. Das wird aus den biblischen, aus den Texten einfach nicht, die Schlussfolgerung können wir daraus nicht ziehen. Ich denke, das war glasklar. Danke, Delmar, für deine Ausführungen. Und ich möchte mich hier auch verabschieden von allen Hörern und Hörerinnen von Radio ZB30. Bis zum nächsten Mal.